Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Synapsenklatscher. Hallo. Ja, ich glaube, ihr seid ein bisschen frustriert. Ich meine, gut, ne? Ihr könnt euch ja die Videos hintereinander angucken. Aber stellt euch mal vor, ich hätte das erst noch in Jahren hochgeladen. Ne? Ja, Blutmond. Ne? Sind bloß noch ein paar Sekunden, Minuten. Ich bin total nervös. Ich glaube, mein Ich Charakter, der auch. hat sich bestimmt schon eingebullert. Wird Zeit, wieder ins Wasser zu gehen, damit es untenrum wieder frisch wird. Na dann, ein paar Minuten hast du ja noch. No. Nee. So, das Auto steht auch dort oben. Ist auch alles zu. Wir spawnen dort oben. Das heißt, wenn du dort oben reingehst, ne? Gleich die Luke aufmachen, gleich reingehen, gleich runterkommen, alle Türen auch wieder schließen. Naja. Bitte durch die Gitterstäbe durchschießen und nicht auf die Gitterstäbe schießen. Weil so kannst du nämlich die Naja. Gitterstäbe kaputt machen, das heißt dazwischen. So, jetzt will ich mir das hier mal angucken. Bitte. Reparieren kannst du dir ja nie, oder? Doch, kannst du mit Holz. Echt? Na, was Geholz dabei noch? Doch. Wirklich? Ja. Was Gut. machst denn du? Reparier's! Nee. Ich hab gar nichts kaputt gemacht, Mann. Glaube ich, zumindest. Ne, das war weiter links. Links, nee, rechts. Hier ist alles ganz. Tja, mal sehen, ob so das so ein bisschen funktioniert. Also wir wollen die ja nie durchbrechen lassen. Das ist zumindest so der Plan. Die sollen da ja bloß stehen, dass man die gemütlich abschießen kann. Problem ist, wenn die dort unten stehen, sehen wir sie nicht. Das sehen wir bloß immer im Kopf. Wenn wir dann hier unten stehen, sehen wir sie nämlich nicht mehr. Das haben wir schon getestet in irgendeiner Folge. Falls ich es oft getestet habe. So. Ich trinke jetzt noch einen Schluck hier aus meiner Tasse. Macht das. Bin schon ganz nervös. Das erste Mal hier. Ja. Beim ersten Mal gab es da Probleme. Beim Ja. allerersten Mal. Naja, da kam ja ewig keiner. Da kam ja gar keiner. Also. Naja. Aber nach ausführlichen Testen habe ich es ja dann auch hingekriegt. Wollen wir noch schnell das Päckchen holen gehen, solange wie noch Zeit ist? Nee. Was denn jetzt? Jetzt habe ich das Ding schief dran gehangen. Was? Ach so. Ja, das ist mir bei mir auch manchmal passiert. Bisschen dekorativ, ein bisschen hübsch und so. So, Mensch. noch eine Stunde und 3 Minuten. Was macht denn der hier für einen Blödsinn? Wer? Ich will das hier dran gesetzt haben. Das muss doch möglich sein. Ach egal, Passt doch einfach so. die Vierer reichen ja hoch. Kannst ja hier an den 4 Ecken noch jeweils eine stellen. Nee, jetzt nicht mehr. Was noch? Hast du noch genug Zeit? So. Nee, weil das sonst blendet das uns dann bestimmt. Tja, Minen haben wir keine gelegt. Haben wir überhaupt welche? Nein. Und Oh. selbst wenn, würden die zu viele Ressourcen kosten, um nur einen Zombie kaputt zu machen. Ich halte das für Blödsinn. Ja, ah ja, stimmt, das Thema hatten wir ja heute schon immer. Das ist schlimm, wenn man immer auf irgendwas wartet. Ja, dann dauert das immer so ewig in 3 Jahren. Ja, genau. Ja,
Waffen nachgeladen, alle. Hab ich. Checks nochmal. Ja, die ist definitiv. Die auch. Die auch. Die auch. Hast du die ordnungsgemäß in der Quicksilverleiste positioniert, dass du schnell rankommst? Ja. Ich hoffe, die spawnen hier innen drin, aber das glaube ich nicht. Werden wir ja sehen. Zerfeixen, wenn die alle hier unten rumlaufen. Ach, das höre mich nicht um. So, mal knapp 30 Minuten. Können wir nochmal eine Folgenende machen? Nee. Jetzt sind es nämlich bloß noch 29 Minuten. Hm. Ich komme mir so vor, wie hier auf hier JVA hier. Den Gedanken, den hatte ich vorhin auch schon gehabt. Das hast du sogar gesagt gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Echt? Das war sogar in der letzten Folge war das, ne? Das will ich gar nicht mehr. Ach du meine Güte. Ich zittere. Upsala. Ja, ich gehe ja schon wieder hoch. Die eine Fackel sitzt schief. So. Ist egal, lass es schief sitzen. Davon mal abgesehen, du weißt, was schief ist Englisch und Englisch ist in. Ja. So. Ja, jetzt könnten sie aber langsamer auftauchen. Ein paar Minuten noch. Das ist ja schlimmer wie Weihnachten, ey. Die Fackel hätte auch nur ein, zwei oder rechts gesetzt. Hätten sein können. Ach naja, egal. Ich hab grad wieder übelstes Kopfkino. Was ist für dich? So, es geht gleich los. Waffe ja. Nachladen. Ach, hier passt bloß eine Munition rein. Also, eine Kugel. Meine Damen und Herren, Folgenende. Wir werden dieses Spiel nicht mehr weiterspielen. Ah, tut ja. Uns leid. Game over. Vielleicht baue ich hier wieder einen Zeller ein. Naja, wolltest du doch sowieso, oder? Moment, wir starten. Jetzt geht's los hier. Yep. Da ist schon immer. Jeder darf wieder. Oh! Du sollst schießen! Grüne Menschen sind auch dabei. Ja. Dazu in die Hose gehen. Oh, du bist da hier. Entschuldige. Geil. Ja.
Der Ass ist schon drinnen. Na dann machen kaputt. Na für Fern, für Nahkampf, der lebt noch. Mensch. Schrotflinte. Nehmt doch die Schrotflinte. Oh. Nie oh sagen. Oh, nachladen hier. Ei, ei, ei. Scheiße, jetzt kommt die auch hier hoch. Wo kommt der her? Ah, wir haben vergessen uns einzuladen. Scheiße. Warte, ich schicke dir eine Einladung. Nimm sie an. Ist irgendwo kurz unterwegs. Ja, ich hab's gerade gesehen. Dort hinten. Geh dich mal heilen, fix. Ja. Schnell. Oh. Was ist denn jetzt los? Ich bin tot. Na super. Meine Waffe ist kaputt. Ich komm schnell wieder. Naja. Wo bleibst du denn? Ich bin hier alleine. Scheiße, die sind drinnen. Komm her, los! Naja, da muss ich ja erstmal bewegen, warte mal. Durch den Tunnel? Ja, noch. Ja, natürlich, durch den Tunnel, wir wissen sonst hier hochkommen. Geht alle. Wo bleibst du denn? Bin ich gleich da. Mach die Türen hinter dir zu. Hab ich gemacht. Also die sind hier drinnen. Ich muss hoch, sonst sterbe ich hier gleich. Achtung, das Ende bei dir. Die kommen hier hoch. Ja, ich hab's gesehen. Scheiße. Ja, die tun sich übereinander stapeln, die sind gar nicht mal so dumm. Ich wollte hier, das hier wollte ich haben hier. Wo bist du denn? Ach hier. Scheiße.
Ich werde gleich sterben. Ich auch. Ich muss mir erstmal hier Verband anlegen. Wir verteidigen das Ding. Was ist denn jetzt los? Ich bin tot. Oh nee, jetzt sind wir schon wieder alleine. Ich krieg das doch nicht hin alleine. Scheiße. Oh, shit. Ach, die ist ja kaputt. Reparieren, los, schnell. Na los, komm mal hin, ja. Wo sind sie denn? Wieso bist du da draußen? Komm hier rein! Lässt er mich ja alleine? Weil sonst sparen die nämlich dann hier drinnen. Das ist das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Wenn du da draußen bist, weißt du? Huch, ist er ja. Springer tot. Wer schlägt mich hier? Ach, das ist hier die komische Kotze. Was ist denn jetzt los? Ich bin tot. Warum denn das? Was machst denn du? Sterben. Kotzt denn mich hier ständig an? Das ist ja nervig. Ja, das sind die grünen Typen. Ja, ich weiß, das sind die großen Dicken hier. Wo bleibst du denn? Ich bin im Schacht unten. Achso, beeil dich. Dumm. Die können doch die Leiter hochgehen, also muss ich mir was einfallen lassen. Oh, was?
4 Stunden, nee, 3 Stunden noch. Du bist im Gebäude? Mensch, komm raus, oder? Schisser! Nee, ich musste mich gerade heilen. So? Ey, sag mal, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ey, du bist nicht einmal gestorben. Nee, wir sind's noch nicht. Und ich jetzt bestimmt schon zum vierten Mal. Nee, ich noch nicht, aber ich hab Beinbruch, hab ich. Ach, toll. Weil irgend so ein Griecher hier, nicht so ein Springer hier, mir das Bein aufgefressen hat. Echt? Klassisch. So, Party ist vorbei. Party ist vorbei? No. Zeit wird. Also beim nächsten Mal mehr Zombies nehmen. So, jetzt kann ich die Pille nehmen. Boah, das war echt... Geil. Also das war krass. Also, naja, wegen 3 Minuten lohnt sich das nicht. Was? Nein, ich hab es. Das ist eher meine Verstauchung, oder? Ist das eine Verstauchung? Das kenne ich noch gar nicht. Doch, hier verstauchtes Bein habe ich. Aha. Eieiei. Die Bohnen. Also, das Video zu bearbeiten wird anstrengend. Das kann ich mir vorstellen. So, was ist denn hier so alles kaputt gegangen? Ich muss mir das mal angucken. Das hier ist kaputt gegangen, okay. Das ist geblieben. Boah, die haben wirklich überall hier dran getrischt. Da ist ein Erdloch, selbst hier haben sie sogar... Ach nee, das war hier durch das Schießen. Genau, hier haben wir reingeballert. Boah. Ich bin aber schwer beeindruckt, ne? Die hat lange gehalten. Ja, ich aber auch. Also... So, und das wird jetzt noch... Das wird noch weiter aufgewertet, weil das ist ja alles erstmal nur Holz hier, bis auf das hier hinten, das ist ja Stein. Hm. Und die den Zaun hier, die Gitterstäbe, die kann man ja noch zu Metall umfunktionieren. Ja, da halten die da noch mehr ab. Glaube ich. Oh, das ist echt heftig gewesen. Mhm. Also ich find's geil. Ich auch. Übel. Also ich war mir bewusst, dass ich ein einziges Mal gestorben bin. Bist du ja, Uni. Aber dafür bin ich mehrmals gestorben. Hm, hab ich gemerkt. So, naja, jetzt mit dem Hammer rumzurennen, das will ich jetzt nicht machen, weil Folgenende. Naja. Wir werden das jetzt ein Offset, also passiert eh nichts mehr, kommt keiner mehr. Mhm. Wir werden das jetzt offline wieder reparieren, wieder herrichten. Genau so sieht's aus. Das machen wir so. Wow. Ich habe so überlegt, dass wir hier vielleicht eine Rampe reinbauen. Ja. Dass die wissen, dass es genau hier reingeht.
dass man sie dann auch hier in Empfang nehmen und abbauen kann. Nee, das mache ich zu. Nee, das war blödsinnig, da sind sie ja alleine drin, das will ich auch nicht. Am besten noch einen Wegweiser machen, bitte hier entlang. Das Schilder hinstellen, nur. So. Frischfleisch, nur noch 300 Meter. Also ich musste, keine Ahnung, ich habe mein Gewehr, muss ich auch 4-5 Mal reparieren. Ich musste mein Score, also ich habe mein Gewehr jetzt gerade mal repariert. Ne, ich musste meine Maschinenpistole musste ich auch 4-5 Mal reparieren. Okay. Ich habe ja noch eine Maschinenpistole gefunden im Krankenhaus, war das im Krankenhaus oder noch davor? Keine Ahnung. Eine Maschinenpistole gefunden, der Stufe 5, da brauchte ich mir keins herstellen. No. Fand ich super, habe ich gleich mitgenommen. No. Also war das so gar nicht so schlechte Idee. Nö, nö. Weil hätte ich das hier nämlich nie gemacht mit den Blöcken, dann hätten sie uns mit Sicherheit untergraben. Na, siehst du hier, wie die hier rumgegraben haben. Na, das ja, geht ja relativ klar. Fix. Und trotz, dass sie bloß 25% Blockschaden machen. Ich denke aber, dass ich hier oben Gitter drüber mache. Oh. Dass wir dann von hier oben dann runterballern können. Ja, wenn wir hier Gitter hätten. Aber hat so an sich sehr gut funktioniert. So, repariert. Gut, na dann, liebe Zuschauer, da sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Jo, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.